Und es ist abends. Oh, Schreibtisch, kann ich öffnen? Gucken. Ja, super. Ja, dann schauen wir doch mal. Was hier so nachts passiert. Ich tippe auf nichts. Oh, hi. Achso, du bist das. Ja, das passiert wahrscheinlich erst um Mitternacht. Aber wenn, ist es schon 11. Ich setze mich einfach hin. Zwanzig nach elf. Irgendwer bricht hier doch nachts ein. Und nachts heißt, dass es Nacht ist. Habe ich doch richtig verstanden, ne? Nächtlichen Einbrüche in den Kontrollraum untersuchen. Das macht man ja am besten, wenn man da ist. Dann trinke ich noch einen Schluck. Toys. Was total gesund ist. Und ich tippe, er kommt auch wieder um Mitternacht. Das heißt, in einer halben Stunde. Ja. Zehn vor zwölf. Und Action. Na, eine Minute. Jetzt aber Action. Tut sich jetzt was? Oder muss ich noch heute warten? Irgendwann passiert's bestimmt. Okay, beim letzten Mal, wo es hieß um Mitternacht, da kam das Viech auch etwas später, aber... Im Zweifelsfall passiert gar nichts. Du wieder. Kurz rein. Nein. Okay, ich war kurz draußen, jetzt bin ich wieder drin, sonst passiert immer noch nichts. Abgesehen davon, dass diesmal sie nach oben läuft und nicht er. Ja. Jetzt mal ernsthaft, wieso bricht hier einer ein? Hier ist doch nichts.
Ich dachte eben, du wärst einer. Glaubst du, hier kommt noch einer? Dieser Chip, den Sie da haben, den würde ich nicht beim Blackjack setzen. Außer wenn der Geber eine 5 oder 6 offen hat. Ja. Wir sehen uns. Sehen Sie. Ah, ich glaube, da kommt keiner mehr. Und da geht die Sonne schon wieder auf über Vegas. Weder Funkgerät noch Radio. Geben einen Ton von sich. Boah, ist jetzt ja nicht so erfolgreich, ne? Hab dich nicht, nee, doch nicht. Okay, was könnte ich denn noch mal schönes altes machen hier? Mitternachtskino-Spezial, da muss ich noch hin. Canyons, Return to Sender. Da habe ich glaube ich auch nichts, wo ich mich beamen könnte, oder? Nein, muss ich immer noch erkunden. Harte Zeiten Blues. Da brauche ich den Schutzanzug, den ich gerade nicht dabei habe. Der kaputt ist. Sagen wir so. Die Flaggen der Versager kann ich nicht. Die eine Enklave da. Aha. Da muss ich nirgends hin. Happy Trails Expedition. Genau. Das war das mit dem Dings unten. Alle Menschen werden Brüder, müsste ich nochmal hinkriegen. Den Schuldeintreiber müsste ich noch hinkriegen. Schon muss weitergehen. Verlass dich auf mich. Da könnte ich mal hin. Oder auch nicht. Nebenwetten, ja, soll ja mitteilen. Die Fleische, die Rumser. Apokalypse, gleich und gleich, genau. Führung zu Ja-Sager zurückkehren. Trauschau wem? Dr. House gewinnt immer. Dr. House gewinnt immer. Gibt Cäsar, was des Cäsars ist. Nach den Daten finden, mit der Nachricht zum Kick zurück, wie nach 6 geheilt werden kann. Das könnte ich nochmal machen. Oder ich lasse es einfach. Die nächtlichen Einbrüche kontrollieren, das ist doch... Ist doch kein Einbruch. Ich könnte ja einfach mal den hacken. Keiner gleich. Frist.
TRADE Frist hat einen gleich. Ist nicht. Joins. Zwei gleiche. Crime hat mit dem Überschwung gleich. Das passt schon mal nicht. Nails. Könnte sein. Hat aber auch. Doch. Kino 2. Na ja, komm, mach. Games. Ein gleicher. Named hat zwei gleiche. Codes hat zwei gleiche. Stark hat keinen gleichen. Das passt auch nicht. Caves hat drei gleiche. Hates hat drei gleiche. Names hat drei gleiche. Fight hat keinen gleichen. Ruins hat einen gleichen. Und ist der richtige. Willkommen. Zugangsprotokoll. Diensthabende Soldaten sind diese Woche Schulmann, Baker. Frühschicht 6:30 bis 12:30, Reynolds 12:30 bis 18 Uhr. 6:19 Eingang, 6:25 Eingang, 6:12:05 Eingang, 12:11 Ausgang, 12:13 Ausgang. Drei Leute gehen rein, einer geht wieder raus. Einer geht wieder rein. Drei gehen raus. Dienstag. Einer geht rein, einer geht raus. Null. Um 1 Uhr nachts. Zwei, drei rein, einer raus, zwei noch drin. Drei, einer rein. Drei, zwei, einer aus. Ausgang, Ausgang. Okay. Montag. Eingang, Ausgang. Null. Um 1. Um 1. Es ist gleich 2. Es war keiner hier. Okay, nochmal, ja. Es gibt nur 6:30 bis 18 Uhr, was? Okay, Mittwoch ging keiner rein. Dienstag ging einer rein um 1:12 Uhr. 1 Uhr. Um 1 Uhr. Um 1 Uhr. Wir standen, glaube ich, die ganze Zeit da und es war keiner da. Ich guck mal, ob ich zur Ranger Station Foxtrot komme. Oder es lasse. Und denkt dran, die Mojave ist eine ganz Wüste. Was? Okay, wahrscheinlich muss ich außen rum. Oder nach oben klettern, aber ich finde das schon. Eigentlich, aber ich gehe mal hier hoch. Und überlege gerade, ob ich nicht eine Waffe ausrüste, aber
Werden wir schon sehen. Ich habe ja meine beiden Gefährten dabei. Okay. Oh. Ja, du sagst es. Na los. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Komm, die sollten wir doch erledigen können, oder? Eine ist da noch, eine ist da noch. Ah. Nur noch mehr, scheiße. Das war... Oh, da sind noch mehr. Okay. Mit ein bisschen Glück war es das. Scheiße. Hier sind keine. Pures Bier, Schwarzbrennerei. Gespeichert. Hier waren wir doch schon mal, oder? Keller zur Schwarzwaldphobie titriere ich von 50. Mhm. Okay, aber wir haben gespeichert. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr so viel Angst, ins Mojave-Land zu gehen und hier weiter nach dem Ausguck zu suchen. Oh. Ja, du sagst es. Gut. Für die Bruderschaft. Jetzt ist mir schwindlig. Das heißt, mir geht jetzt erstmal eine Zeit lang Energie flöten. Ich will doch nur zur Ranger Station Zeugs. Foxtrot. Dingens. Okay. Lass mich hier hochkommen, lass mich hier hochkommen, lass mich hier hochkommen. Oh Gott, da sind noch mehr solche Viecher. Ach Gott, ich hasse mich.
Ah, das ist Richtung Foxtrot. Verdammt. Ja, erinnere mich ruhig daran, dass ich doch vergiftet bin. Das hilft mir überhaupt nicht. Aufgabe, Quatsch, Gegenstände. Hier ist Gewehr. Ja, wenn du freie Schussbahn hast, hau rein. Veronika ist bewusstlos. Da flattern sie wieder. Das sind immer noch zwei in der Richtung. Shit. Na, dann hoffe ich mal, dass Eddie da was weiß. Tut er. Das ist gut. Da kommt hoffentlich Veronika auch mal wieder hoch. Klingt so. Und ich schleiche mich hier schön vorbei. Lecker. Magnum, Magnum, Arzttasche. Partylöwe. Team. Der hat ja einiges dabei gehabt. Kampfrüstung verstärkt, Mark 2. Kaliberpatronen. Stimpak, Super Stimpak, schmutziges Wasser, ja. Der hat ja einiges dabei gehabt hier. Ja. Ich kann ja noch mal ein Stimpak essen. Da, Statistik, Stimpak. Und jetzt ist hier eine Alpha-Wand. Ich glaube, das sagt. Wir sind jetzt hier, haben uns jetzt hier links gekämpft und kommen hier einfach nicht weiter. Karte. Hier muss das auch weitergehen. Kann ja nicht einfach hier zu Ende sein. Okay, da schafft keiner da hoch, die Steigung, aber... Nein! Wir haben doch jetzt nicht diese Fliegengiftdinger da...
Okay, ist keiner gestorben bei, aber und wir kommen trotzdem nicht da. Komm. Okay, also irgendwas müssen wir hier noch entdecken. Ich möchte hier gerne wieder raus. Ja, war mir fast klar. Wow. Eine neue Aufnahme, ein neues Glück, McCarran, er fehlt. La Fantoma. Gut, dass es hier immer noch Comics gibt. So, meine beiden Kollegen sind wieder dabei. Und ich weiß noch nicht, was ich vorhabe heute. Das ist der Turm für Mitternachtsauftritt. Nellis Air Force Base, da könnte ich auch noch mal hin. Ah, das sind die Bomber. Mhm. Vault 34. Büros von Allied irgendwas. Ich gucke noch mal kurz in meine Aufgaben. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Bye bye Love. Johann hat sich entschieden, aus dem Gomorra zu fliegen. Entertainer für das Tops finden. Nothing but a hound dog. Rex kann geheilt werden. Ein Silver Rush in Freeside für Beweisen für die Schulter von Grass suchen. Die sind mir zu über gerade. Dr. Williams könnte ich berichten, dass ich Kili gefunden habe. Und das werde ich erstmal machen. Dann habe ich wenigstens die Quest schon mal etwas erweitert. Auch wenn ich noch nicht unten eingebrochen bin. In den Serverraum und die Daten geholt habe, die ich unbedingt haben will, um die den Anhängern der Apokalypse, der Bruderschaft zu geben. Aber das wird auch noch passieren. Irgendwann. Ich weiß es. Ich muss das schaffen. Es ist Ehre und so. Wo war der Kollege noch? Links. Unten. In dem Büro. Ich erinnere mich. Das war eine Kollegin. Die da. Hallo. Kili hat sich eben gemeldet. Sie hätten mal den Direktor hören sollen. Aber ich... Moment mal. Also hören Sie... Er brachte nicht einen Satz zu Ende. Sie hat ihn gefaltet, weil er all die Leute zur Vault geschickt hat. So rot und nervös habe ich ihn nie gesehen. Danke, dass Sie sie wohlbehalten zurückgebracht haben. Hier, die versprochene Belohnung. Ich hatte ja gleich ein gutes Gefühl, was Sie betrifft. Ja, manchmal kriege ich auch was hin. Ich habe 800 Kroken bekommen. Kroken. Mhm, 800 Kroken habe ich bekommen. Yeah, 800 Kroken. Danke. Vielen Dank nochmal. Im Ernst. Ich stehe in Ihrer Schuld. Ja, 800 Kronkorken habe ich dafür gekriegt. Und ich gucke mal kurz auf meinen Kontostand. Ich wollte mir doch was kaufen. Erfahrungspunkte. Wo steht denn, wie viel Geld ich habe? Wie viel Geld? Mhm. Ich Deutsch wollte nicht. 8.488, das ist wenig. Guten Morgen. Moin. Ja, brauchen Sie sonst noch was? Ich bin nicht die erste Person, die Sie zu Wort 22 geschickt haben, oder? Das habe ich auch nie behauptet. Sie haben mit Williams gesprochen, richtig? Mit einigen, ja. Ja. Begründete Spekulationen meinerseits.
Williams ist sehr gut in ihrem Job, wird ihn also nicht verlieren, so sehr sie sich auch anstrengt. Nein, Sie sind nicht die erste Person, die ich zur Vault geschickt habe. Tut mir leid, dass ich es zu sagen vergaß, aber was wäre daran so wichtig? Nichts. Wie viele andere haben Sie denn reingeschickt? Da müsste ich mal nachsehen. 8? 10? Worauf wollen Sie hinaus? Erschütze ich die Bohne, dass Sie 8 oder 10 Menschen in den Tod geschickt haben? Ich habe keine Beweise dafür, dass sie tot sind. Zwischen hier und der Vault könnten 1000 Dinge passiert sein. Sie könnten es sich anders überlegt haben und einfach davongelaufen sein. Ich wäre ein schöner Wissenschaftler, wenn ich ohne Beweise schlussfolgerte. Ach komm. Also gut, ich gebe zu, es war schwer, jemanden zu finden, der gewillt war, in die Vault zu gehen. Und ich brauche schnellstmöglich die Daten. Also abgemacht, ich verdopple Ihre Belohnung, wenn Sie mir die Daten bringen. Aber mehr erlaubt mein Budget nicht. Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar, also will ich nicht noch mehr davon verschwenden. Sie finden ja selbst den Weg hinaus. Und es ist mir egal, wenn ich ehrlich bin, ob ich doppelt so viel kriege oder nicht.